Hallo. Also manchmal habe ich das Gefühl, meine Tastatur spinnt. Immer wenn ich auf Start, mal die Karte baut ja noch auf hier. Immer wenn ich auf Start klicken möchte, muss ich einfach fünfmal draufklicken, bis die Aufnahme startet. Das ist ja manchmal echt mega anstrengend. Ja. Wir haben jetzt vieles geschafft. Wir haben jetzt wirklich vieles geschafft. Wir haben jetzt die ganzen Sachen jetzt soweit bereitgestellt. Also ehrlich, das ist eine echt coole Leistung, muss ich sagen. Kann man ja nicht meckern. Die Frage ist jetzt, wir wollten ja auch noch einen Graben hier hin machen. Den Graben mache ich dann quasi hier rüber, wa? Wie viel habe ich denn jetzt hier eigentlich gemacht? So, 1, 2, 3, 4, so. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 5. Da. Wir wollen das ein bisschen so begradigen und so weiter. Klar, keine Frage. Dann gehe ich jetzt mal hier rüber. Das muss alles ebenerdig werden dann, diese Kante hier. Dann machen wir hier noch den Graben und so weiter durch. Die Innenausstattung machen wir später. Das mit dem Nessa-Tor gefällt mir total. Dass ich dann so ein Dungeon reingeflogen bin. Oh, das finde ich so geil. Vielleicht sollte ich mir mal so eine Art Bahnhof machen. Dass ich dann quasi im Nessa gleich einen Bahnhof habe. Auch in verschiedene Richtungen. Dass ich dann quasi so ja, hin. Mich hinwenden kann. Quasi. Vor allem im Netz, ich muss dann beim Dungeon aufpassen, dass ich mein Tor wieder finde. Vielleicht sollte ich mal nach oben bauen. Aus einem ganz anderen Grund. Dass ich dann von oben immer direkt zu meinem Nessa-Tor komme. Dass ich gar nicht irgendwie, ja, dass ich mir so eine Art Markierung setze. Das wäre mal ganz sinnvoll, bevor ich mich da in diesen Dungeon irgendwie austobe, dass ich das dann quasi mal so, einfach mal so hinsetze. Die Erde muss ich mal mit reinnehmen, weil ich sehe schon gerade hier, ich mache mir so nebenbei so kleine Hasenlöcher rein. Hasenlöcher sind nicht gut. Ich spreche aus Erfahrung. Warum? Letztes Jahr, meine Frau wollte die Arbeitsplatte, die tonnenschwere Arbeitsplatte für den Schreibtisch nicht geliefert bekommen. Also was habe ich gemacht? Hab's auf die Schulter genommen. Ja, war ja nicht gerade leicht. Aber egal, sie wollte es, hat sie genommen, bin in den Hasen noch eingetreten, hat mir den Fuß gebrochen. Bin mit dem gebrochenen Fuß noch nach Hause gefahren. Klaus habe ich mitbekommen, der Fuß wurde immer dicker. Es hat immer mehr wehgetan. Was ist? Ich ins Krankenhaus gefahren, habe nur gehofft, bitte kein dicker Kipsel, ich muss noch nach Hause fahren. Und mein Auto steht beim Krankenhaus, um Gottes Willen, nein danke, will ich nicht, kann ich nicht, brauche ich nicht. Kennt bestimmt mal jeder selber, der in so einer Scheißsituation war. Ich im Krankenhaus, haben sie gesagt, oh, sie haben sich einen schönen Bruch zugelegt. Müssen aber nicht operiert werden, ist ein, das ist einer der unwichtigsten Knochen, glücklicherweise, der im Fuß überhaupt noch vorhanden ist, wo man sich fragt, ob die Evolution noch, warum die Evolution diesen Knochen noch reinsetzt. Aber dieser scheiß Mini-Knochen hat wehgetan. Ja, was war gewesen? Haben die mir so einen fetten Kipps reingemacht? Und Icke, ja, ins Auto. Mit diesen tonnenschweren fetten Gips durch halb Berlin gefahren. Dadurch, dass ich ja schon mit vieles auch als Fahrradkurier damals machen, auch mit als Fahrradkurier mit einem gebrochenen Fuß gefahren bin und so weiter. Ja, war es jetzt für mich, es war echt anstrengend, muss ich sagen. Aber ich bin Schmerzen gewöhnt. Man hat mich 2018 fast das Ewige gesegnet mit meinem Erstickungstod, den ich hatte. Also.
Und daher hat mir, ja, es hat mir schon ein bisschen was ausgemacht, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich bin nicht mehr so mimöset. Also ich bin nicht mehr so, ich bin durch diesen Vorfall 2018, dass ich da quasi der Sensenmann bei mir mal an der Tür geklopft hat durch Organversagen, falsche Medikamente und so weiter, bis endlich mal rausgefunden wurde, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Nur der Arzt hat eben falsch medikamentiert. Gut, er hat seine Zulassung auch verloren danach. Krankenhaus hat sich drum gekümmert. Illegale Medikamente aus den USA eingeliefert und ich war das Testobjekt, ohne dass man mir das gesagt hat. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Naja, auf jeden Fall war ich schmerzgewöhnt. Und dann bin ich quasi mit dem Fuß, der sowas von geschmerzt hat, mit dem mega fetten Gips durch halb Berlin Auto gefahren. Durfte ich gar nicht eigentlich. 1, 2, 3, 4. So. Und hab's trotzdem gemacht, weil ich mir gesagt habe, ist okay. Das war dann am Freitag gewesen. Das heißt, ich musste dann quasi das ganze Wochenende, wenn man sich irgendwas tut, dann ist es ja immer so, dass kein Arzt da ist, weil immer Wochenende ist. Am Montag war ich dann beim Arzt. Ich fahre ja keine U-Bahn oder sonst was. Kommt mir ja nicht in die Tüte. Also, was habe ich gemacht? Ich bin mit dem fetten Gips zum Ärztehaus durch halb Berlin gefahren. Jo. Das war auch hier eine schöne Aktion. Beim Arzt, ich der Einzige ohne Maske, habe ja eine Befreiung. Dank meines Arztes damals. Vielleicht war es für mich auch ganz gut, dass ich da so beeinträchtigt wurde teilweise. Was ja viele nicht verstehen, dass es auch Menschen gibt, die auch eine echte Befreiung haben. Aber es ist den meisten ja egal. Für die zählt nur ihre egoistische Meinung, aber nicht das Wohl der anderen. Naja, egal. Anderes Thema. Über Schmarotzer und sowas will ich ja nicht reden und über solche Spinner. Also, war beim Arzt, bin mit dem Fuß dahin gefahren, hab mich da gefragt, wie ich denn hingekommen bin. Da habe ich gesagt, ja, ich bin mit Auto gefahren. Mit dem Fuß? Ja, das bleibt mir anders übrig. Mit der Bahn fahre ich nicht. Und herlaufen kann ich nicht. Und dann sagt, gut, Sie kriegen jetzt so eine Art Laufgips, aber seien Sie vorsichtig damit. Okay. Ich war vorsichtig. Dieser Laufgips war richtig angenehm, muss ich sagen. Der war nicht so fett wie der Gips, den man da nicht da bekommen habe. Sondern es war einfach so ein Ding zum Anstecken. Konnte ich in der Nacht auch absetzen. Und das war echt super. Und ich hatte auch Gehhilfen dazu bekommen. Aber ehrlich, diese Gehhilfen waren der Horror. Ich habe gelernt, mit dem Laufgips richtig aufzutreten, ohne dass ich den Fuß belaste und trotzdem meine ganzen Sachen mache. Und habe in dem gebrochenen Fuß den kompletten, also ich hatte am Anfang einige Hilfe von meinen Freunden gehabt. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4. Gut, wollen wir es mal so machen? Ist in Ordnung. Wir lassen das mal auf der Höhe. Das wird dann mal so eine Art kleiner Fall, wa? Ich muss gucken hier. So, hier. Gut, dann auch hier. Ich mache erstmal hier dicht. Wie gesagt, ich habe dann mit dem Fuß, bin ich durch ganz Brandenburg gefahren mit dem kompletten kaputten Fuß. Habe das Auto ständig beladen, habe den Umzug von Brandenburg nach Berlin gemacht, von Berlin nach Brandenburg mitgemacht. Bin damit auch habe die ganzen Sachen, die drei Etagen hochgeschleppt und so weiter. Weil es muss ja gemacht werden.
Und wir mussten ja irgendwie ein bisschen an, ja, Umzugs.